Was sind wohl die Trainer hier drin gemeint? Mele Mele Blumenmeer. Denn auch hier bekommen wir ein neues Pokémon. Wölkchen, was machst du denn? Komm zurück. Ah, Niki. Wölkchen ist schon wieder einfach aus seiner Tasche gehüpft und weggeflitzt. Was will es überhaupt in dieser Höhle? Wir haben doch gerade erst dieses schlimme Erlebnis auf der Brücke überstanden. Was, wenn ein wildes Pokémon auftaucht und es angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacken, um sich zu wehren. Ja. Es ist halt so. Wir haben ein volles Team. Oh, was willst du denn? Was gibt es Besseres als EP-Bones oder Bons, um sein Team zu trainieren? Stets zu Diensten. What? Deine Pokémon erhalten jetzt im Kampf mehr Erfahrungspunkte. Hä? Einfach so? Okay. Flabibi. So, Superball. Denn auch hier darf ich ein neues Pokémon fangen. Ich muss dann halt nur ein Pokémon aus meinem Team tauschen. Ah, shit. Und da ich ehrlich gesagt Haspiro absolut nicht brauche, würde ich eigentlich das gern entfernen. So, nochmal Superball. Und jetzt haben wir es. Okay, ich kann das Pokémon direkt ins Team mit reinnehmen. Habe ich jetzt auch gemacht, weil wahrscheinlich werden wir Haspiro eh austauschen. Außer es wird es wirklich ein noch schlechteres Pokémon oder unnötigeres Pokémon geben. Dann muss ich es wieder tauschen, aber ansonsten bleibt Haspiro in der Box. Und ich habe es jetzt halt gleich gewechselt. Dann muss ich nachher nicht nochmal zum PC rennen und es nochmal wechseln, wenn es ein besseres Pokémon wird. Und Haspiro wäre dann damit raus, wenn das Pokémon, was ich jetzt getauscht bekomme, besser ist und ich es behalten möchte. Haspiro ist jetzt hier und hier ist jetzt Flabébé, und wenn Flabébé das Pokémon mir nicht gefällt, fliegt das halt direkt in die RIP-Box, ansonsten halt Haspiro muss ich halt nachher noch umändern, aber nun gut. So.
Ein Mangunio bekommen wir. Und damit steht es fest. Mangunio fliegt aus dem Team und wir holen Haspiro wieder rein, beziehungsweise bleibt drinnen. Ich habe es jetzt nur rausgeworfen, damit ich Platz habe, kurz zum Tauschen. Und Mangunio wird es auch nicht benutzt. Es kann zwar sein, dass es jetzt ganz kurz noch Erfahrungspunkte bekommt, aber ich habe nicht vor, es zu benutzen. Ein Fluchtseil. Oh, du hast alles getan, um uns zu entkommen, aber jetzt haben wir dich. Mirin, sei so gut und finde heraus, wie stark diese Alolanerin ist. Wir sollten uns auch ein Bild davon machen, wie effektiv die Pokebälle sind, die wir den hiesigen Exemplaren nachempfunden haben. Immerhin haben wir in Alola damit ja bereits erfolgreich Pokémon gefangen. Wird sofort erledigt, Kommandant. Oh, sie greift mich an. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ultraforscherin Mirin. Mit einem Käufer. Mit einem Ultraball. Ach, da ist es jetzt. Statuswerte, Bonn. Ich kann es während dem Kampf nur einsetzen. Dann ist es ja unnötiges Item. Brauche ich ja nicht. Und da schon nochmal. Das bringt mir nichts. Ich dachte, ich kann allgemein für eine bestimmte Dauer das einsetzen. Oh, ein Doppelkick. Oh Gott. Das bringt ja gar nichts. Dampfwalze. Stark. Ich muss wechseln. Eissturm. Und Aquaknarre. Schon krass, was für eine extreme Verteidigung dieses Teil hat. Käuferwaffe ist down. Mabula erlernt Pumpensprung. Okay, krass. Ja, können wir gut gebrauchen, aber müssen wir Fadenschuss leider rausmachen. Alle anderen Attacken sind leider zu gut.
Oh, Rob Ball entwickelt sich. Rob Ball wurde zu Marie Keck. Aha, so läuft ein Pokémon-Kampf also ab. Na gut, solange ein starker Trainer wie du auf Cosmog aufpasst, brauchen wir es nicht in Gewahrsam zu nehmen. Ich schätze, dann brauchen wir uns auch nicht um das andere Mädchen zu kümmern. Eins solltest du dir allerdings merken, Cosmog kann sich in Gefahrensituationen an einen anderen Ort teleportieren. Es ist nicht auszuschließen, dass durch die Pforte, die es dabei erzeugt, gefährliche Lebewesen nach Alola gelangen. Okay. Wieso erzählen die mir das alles? Du bist mir vielleicht eins. Danke, Niki. Und deinem Papuli sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Kostenlose Heilung, danke. Ich habe da einmal etwas Interessantes in einem Buch gelesen. Darin stand, dass sich das Aussehen von Chiriogle je nach Art des Nektars, den sie schlürfen, ändert. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Jetzt aber schnell zurück in die Tasche, Wölkchen. Nur weil hier nicht so viele Menschen sind, kannst du doch nicht gleich so herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher schon Sorgen. Hey, Niki. Oh, Lilly ist auch mit dir unterwegs. Und was machst du hier, Tali? Naja, ich habe die Prüfung bestanden. Hey, Niki, ich will herausfinden, ob mich die Prüfung stärker gemacht hat. Und dazu müssen wir kämpfen. Einfach so ohne Vorwarnung. Der Tali ist doch verrückt. Aber wir machen ihn fertig. Flammiau. Dampfwalze. Autsch. Und Level 17. Stampfer. Das war eine normale Attacke, aber ich hau das mit dem Flüger oder wie die Attacke heißen soll mal raus. FM hat er? Alter, wo hat er das Teil her? Ich will auch ein FM. Können wir überlegen, aber es gibt eigentlich kein Pokémon, was wir groß trainieren können. Und dann Mabula tun wir natürlich als Käfer-Pokémon nicht da rein. Ist ein bisschen auch gefährlich. Stampfer. Und nochmal Stampfer. Ein Pikachu, das kommt mir gerade recht. Dampfwalze. Da hilft auch keine Kameradschaft mehr.
Wir haben beide den Herrscher besiegt, Niki. Wir sind also ziemlich stark. Wenn ich so weitermache, gewinne ich auch irgendwann gegen Opi. Ha, ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann, Niki. Danke, dass du Lilly gefunden hast. Und dir gratuliere ich natürlich zu deiner ersten bestandenen Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar feine Attacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Klar. Das habe ich dir zu verdanken, Flammeo. Sicher reibt sich Halla jetzt vor Freude auch schon die Hände. Wie meinen Sie das? Naja, das gehört auch noch zur Prüfung. Wer die Prüfung in einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Kampf an Pokémon-Kampf antreten. Ja, so ist das. Und den Kampf gegen einen Inselkönig oder eine Inselkönigin nennt man dann die große Prüfung. Für jemanden wie mich, der Pokémon-Attacken erforscht, könnte es keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Echt? So heftig? Lassen wir doch Taten sprechen. Nicht irgendwas. Nicht weit von hier liegt Lilly. Ich habe zu schnell gedrückt, aus Versehen. Mit etwas Rückenwind sollten wir Route 3 in Windeseile hinter uns lassen haben. Gelassen haben. Sorry. Die Wirkung der Rotom-Kraft ist abgeklungen. Ja, weil die viel zu viel gelabert haben. So, hier gibt es aber noch Trainer. Warum scheitert ständig diese Drecksflucht? Das nervt mich irgendwie. Ich bin noch viel stärker als die gegnerischen Pokémon. Meine Freundin ist schon wieder einfach so verschwunden. Sie ist wohl der Typ Mensch, der einfach drauf losrennt, wenn er etwas Interessantes entdeckt. Chiruggle. Die dürfen irgendwie immer ein einziges Mal angreifen. Bei jedem Pokémon ist es nämlich irgendwie so. Es geht mir irgendwie auf die Nerven. Hat vielleicht auch was mit der Inne zu tun. Könnte sein. Ein Giftstich. Entschuldige bitte, du bist ein Trainer, nicht wahr? Ich möchte dich gern um einen Gefallen bitten. Würdest du gegen mich kämpfen? Ja, klar. Oh, wirklich? Das freut mich sehr. Ich heiße übrigens Maggie. Mein Traum ist es, Schauspielerin zu werden. Ich imitiere die Tanzstile der Chiruggle, um mich in verschiedenen Rollen zu versetzen und so an meinem darstellerischen Können zu feilen. Aber dafür brauche ich einen Kampfpartner. Also bist du bereit? Es geht los. Maggie macht sie alle blatt. Streng dich an, sonst heißt Schachmatt. Alles klar. Ich wusste jetzt nicht, ob es sie nochmal sagt oder ob das eine Erklärung ist. Deswegen habe ich so Fragen vorgelesen. Schauspielerin Maggie. Chiruggle. Ich will sie aber im Hintergrund auch tanzen sehen. Spaß. Naja, sie wippt ein bisschen mit. Und nochmal Stampfer. Stampfer. Boah, ernsthaft.
So. Die Schauspielerin wurde besiegt. So, in diesem Kampf habe ich versucht, den Cheerleading-Style der Cheerogles zu imitieren. Hast du ihn erkannt? Ich finde, ich habe die Essenz dieses Tanzstils erfasst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt mache ich mich auf die Suche nach weiteren Tanzstilen, um mich durch sie neu zu erfinden. Alola und auf Wiedersehen. So, hier kann man ein Bild machen. Hat eine Zoom-Funktion, bewege das Steuerkreuz nach oben, um ins Bild hinein und nach unten, um ins Bild hinaus zu zoomen. Es kommt immer hier vorbei. Ach, nicht immer. Von hinten. Ein episches Bild habe ich gerade geschossen. So, es geht ja eh nur um ein Bild. Das war das Beste. So viele Leute mochten dein Foto. Das Foto ist super. Ich aktualisiere deinen Bewertungsrekord. Was? 3100? Alter. Bei 10.000 guten Bewertungen rüste ich deinen Pokémon-Sucher auf Version 3 auf. Es gibt noch unzählige Fotos, die darauf warten, von dir geknipst zu werden. Das könnte ich sogar auf der SD-Karte speichern. Weil das ist ein ziemlich gutes Bild geworden. So. Da drüben ist noch eine Person gestanden. Oh, er sucht mich schon wieder. Ach, ich fühle mich so geliebt. Das macht so viel Spaß. Ich werde ihn noch ein wenig auf die Folter spannen. Ich bin aber böse. Nun denn, dann haben wir hier alles gemacht. Wir müssen unbedingt unsere Pokémon jetzt wechseln. Also Haspiro ins Team nehmen. Und ich glaube, ich habe alle erledigt. Ja, Pokémon. Ruheort, beziehungsweise Trainer. Ich habe doch als alle Trainer besiegt. Oh nein, halt, stopp. Da unten geht es noch weiter. Über die Brücke drüber. Oh, du bist auf Inselwanderschaft, stimmt's? Als ich ein junger Hüpfer war, habe ich auch daran teilgenommen. Das weckt Erinnerungen. Komm mal hier rüber, ich will dir etwas zeigen. Dann stoßt du mich nur die Klippe runter. Ha, mein Spaß. Oh, krass. Es heißt, es bringt Glück, wenn man vor Beginn einer Reise einen Regenbogen sieht. Im Idealfall sollte es ein Regenbogen sein, der nach einem Regenguss entsteht. Dieser hier fällt zwar nicht in diese Kategorie, aber ich hoffe, er bringt dir trotzdem Glück für deine Reise. Cool, okay, danke.